Hallo, im heutigen Video zeige ich dir, wie du auch ohne teure Extrakurse dein Kind im Alltag optimal förderst. Viel Spaß! Vielleicht stellst du dir auch gerade die Frage, soll ich mein Kind zu einem Kurs anmelden? Tanzkurs, Sportkurs, Bastelkurs? Hat mein Kind eventuell Entwicklungsnachteile, wenn ich das nicht tue? In diesem Video zeige ich die Alternativen auf. Die beste Möglichkeit besteht darin, dein Kind zu Hause in viele Tätigkeiten mit einzubeziehen. Das fängt schon bei ganz normalen Abläufen an, zum Beispiel beim Tischdecken. Je nachdem, was es zu essen gibt und wie viele Personen zu Tisch kommen, muss dein Kind die richtigen Schüsseln, Teller, Gläser, Besteckteile in der richtigen Anzahl auflegen und arrangieren. Es darf nichts Zerbrechliches zu Boden fallen lassen und keine Speisen verschütten. Wenn Gäste kommen, lässt sich diese Aufgabe noch ausbauen. Dein Kind kann Servietten falten, die Tischdekoration auswählen und vielleicht die Gäste bedienen. Auch beim Obst und Gemüse putzen und zubereiten kann dein Kind viel lernen. Wie sieht es aus, roh oder gekocht? Wie fühlt es sich an? Es kann heiß oder kalt sein. Es kann in viele Stücke geteilt werden. Roh schmeckt es anders als gekocht und so weiter. Lass dein Kind auch Wäsche mit zusammenlegen. So übt es sich in Geschicklichkeit und Ausdauer. Dein Kind beim Kuchenbacken mithelfen zu lassen, ist eine weitere Möglichkeit, es im Alltag zu fördern. Es sieht, wie Backzutaten abgewogen oder vermischt werden, lernt oder übt, ein rohes Ei aufzuschlagen. Und es sieht letztendlich, wie aus den vielen Zutaten ein leckerer Kuchen geworden ist. Du siehst also, es ist gar nicht nötig, bestimmte Hausarbeiten wie Kochen, Waschen, Putzen rasch alleine zu erledigen, um dann Zeit für das Kind zu haben. Bezieh dein Kind einfach in diese Tätigkeiten mit ein. Das gibt ihm die Bestätigung, dass du seine Hilfe schätzt, was wiederum seine Motivation und sein Selbstwertgefühl stärkt. Überlass deinem Kind bewusst Tätigkeiten, die beidhändiges Arbeiten erfordern, zum Beispiel Fegen mit Kehrschaufel und Besen, sich ein Brot zu streichen, Flaschen, Dosen, Reißverschlüsse, Knöpfe öffnen oder sich ein Trinkglas einzugießen. Diese beidhändigen Tätigkeiten sind wichtig für die Körperkoordination und für das Zusammenspiel von rechter und linker Gehirnhälfte. Der zeitige Umgang mit Messer und Gabel trainiert ebenfalls das Zusammenspiel beider Gehirnhälften. Vielleicht geht es dir ja so, dass du nicht zusehen kannst, wie sich dein Kind mit gewissen Alltagsanforderungen plagt. Dann schmierst du die Stulle, knöpfst die Jacke zu oder gießt das Trinkglas ein. Doch das ist Rücksichtnahme am falschen Platz. So nimmst du deinem Kind die Möglichkeit, neue Handgriffe selbst zu erlernen und Motorik und Geschicklichkeit zu üben. Mit der Zeit verliert dann dein Nachwuchs immer mehr den Ehrgeiz, solche Alltagsaufgaben alleine zu bewältigen. Du siehst also, es ist gar nicht nötig, Extrakurse oder teures Spielzeug zu kaufen. Ganz normale Alltagstätigkeiten haben den gleichen Effekt. Gartenarbeit zum Beispiel erfordert Muskelarbeit, wenn es zum Beispiel darum geht, mit der Gießkanne ein Beet zu wässern. Seine Kraftdosierung lernt dein Kind auch durch das Tragen einer Einkaufstasche, durch Schneeschippen, durch das Schieben einer Schubkarre. Hier übt dein Kind seinen effektiven Muskeleinsatz genauso wie bei einem Sportkurs. Dieses Üben ist für die körperliche Entwicklung deines Kindes sehr wichtig. Denn dein Kind muss ja erst einmal lernen, seinen Krafteinsatz und seine Bewegungen auf eine bestimmte Anforderung abzustimmen. Es macht ja schließlich einen Unterschied, ob man einen Schraubverschluss öffnen oder einen Wassereimer tragen muss. Deshalb sind die vielen Alltagsaufgaben das effektivste Übungsfeld. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einige Anregungen geben. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.